Kann man so etwas eigentlich noch reparieren? Ja, Leute, das ist eine Frage, die ich ganz oft gestellt bekomme. Was passiert, wenn der Fernseher runterfällt, dann das Panel kaputt ist oder eine Linie im Display hat? Kann man so etwas wirklich noch reparieren? Ich verkaufe ja selbst Fernseher und ich kann euch sagen, ein Panelschaden, egal ob der so aussieht oder nur eine Linie durchgehend hat, ist immer ein Totalschaden des Fernsehers. So ein Panel besteht aus verschiedenen Schichten wie Polfilter, Diffusor und dann da hinten kommt die Hintergrundbeleuchtung. So ein Panel bzw. die Schichten muss alles staubfrei zusammengebaut werden und das geht eigentlich nur in der Fabrik. Weiters kann so ein Panel auch nicht einfach repariert werden, das muss getauscht werden und das kostet meistens so viel wie ein neuer Fernseher. Also wenn euer Fernseher runterfliegt, weil er zum Beispiel kaputt ist, dann eine Linie im Display hat oder ein Displayschaden, ist er einfach nicht mehr reparabel. Ihr müsst das ganze Panel tauschen und leider kostet das so viel wie ein neuer Fernseher, also könnt ihr es eigentlich nur entsorgen. Ihr könnt natürlich mit dem Fernseher rumspielen und zum Beispiel ein Licht basteln.